Ey, Busfahrer, ich stehe, dass du gerade kurz eingenickt bist. Das sehe ich von hier hinten. Ja, ich bin wach. Oh Mann, was ein Tag. Was ist los? Ja, ich konzentriere mich jetzt. War eine heiße Nacht oder was? Nicht gepennt? Ja, das ist gefährlich. Okay. Stopp. Der Sekundenschlaf. Oh ja, das ist auch eine Sache, die tatsächlich nicht zu unterschätzen ist. Jeder Pkw-Fahrer kennt diese Situation tatsächlich, aber auch wir Berufskraftfahrer sind davor nicht wirklich geschützt. Ich habe mit einem anderen Fahrer von einem anderen Unternehmen gesprochen, Johnny. Ist noch relativ jung und habe ihn mal so ein bisschen ausgefragt, wieso seine Erfahrungen sind, was dem Sekundenschlaf angeht. Folgendes Interview ist dabei zustande gekommen. Ja, ich bin Johnny, eigentlich John Esra. Bin 21 Jahre alt, seit 2019 bei der Regiobus GmbH in Hannover aktiv und bin seit knapp einem Jahr jetzt Busfahrer. Das Thema Sekundenschlaf bewegt mich selber persönlich, weil ich selber Erfahrung mit Sekundenschlaf am Steuer, nicht auf dem Linienbus, aber privat auf dem Pkw. Und das ist relativ gefährlich, weil es da sehr viel passieren kann. Nicht nur Unfälle können passieren, es kann ja auch passieren, wenn man mit einem Linienbus fährt, kann man einen Unfall bauen und man hat sehr viele Fahrgäste teilweise am Bus, im Bus und es kann so viel passieren. Deswegen sollte man immer aufpassen und deswegen hat es mich bewegt, dieses Video zu drehen. Ich war auf der Autobahn unterwegs und ich war relativ müde, ich habe nicht geschlafen und war auch sehr schnell und bin dann fast in eine Leitplanke gefahren durch Sekundenschlaf. Das war meine persönliche Erfahrung. Auf der Autobahn, ich war alleine und das war auch relativ spät. Ich habe viel zu wenig geschlafen, bin viel zu viel gefahren und dann ist es fast passiert, dass ich dadurch von der Fahrbahn abgekommen bin und dann einen Unfall hätte. Im beruflichen Umfeld ist mir das zum Glück noch nicht passiert. Es ist tatsächlich bei gewissen Kollegen schon vorgekommen, dass die Fahrer Sekundenschlaf beim Fahren auch hatten. Also ja, es ist leider vorgekommen. Aber jetzt nicht mit schwerwiegenden Folgen? Nein, es sind keine schwerwiegenden Folgen passiert. Zum Glück, muss man ehrlich sagen. Der Sekundenschlaf, der macht sich ja schon vorher bemerkbar, indem man relativ müde wird. Die Augen fallen schon zu und sobald man merkt, dass die Augen zufallen, sollte man definitiv anhalten und die Fahrt unterbrechen. Ruhig auch mal hinlegen, eine halbe Stunde mal die Augen zumachen. Das kann schon Wunder bewirken. Definitiv viel Schlaf vorher. Also nicht eine halbe Stunde vor Dienstbeginn nochmal sich schlafen zu legen, sondern wirklich vorher, wenn ich weiß, dass ich einen Frühdienst habe, dass ich rechtzeitig schlafen gehe, dass ich nicht mehr bis tief in die Nacht wach bin. Wenn ich Spätdienst habe, dass ich auch viel schlafe, dass ich auch mich trotzdem während des Dienstes auch viel bewege, dass es nicht vorkommt, dass ich diesen Sekundenschlaf habe. Also es ist definitiv empfehlenswert, dass man nicht unbedingt auf die 9 Stunden verkürzt. Ich kenne diese gesetzliche Lage, aber ich habe zum Glück immer relativ gute Kondition, sprich, wenn bei mir beim Arbeitgeber haben wir 12 Stunden Ruhezeit festgelegt. Die wird auch nicht verkürzt. Aber durch die Verkürzung kann es schon durchaus passieren, dass man müde wird. Also sprich an die neuen Kollegen, wenn jetzt so eine Verkürzung ist, zum Beispiel man fährt die ganze Zeit Spätdienst, dann Frühdienst, definitiv sich schon mental darauf vorbereiten, viel schlafen, auch wenn man nicht schlafen kann, sich auch mal ruhig hinlegen, so hinlegen. Wirklich, man muss versuchen zu schlafen, auch wenn das so erzwungen klingt, aber man muss wirklich viel schlafen. Es ist definitiv wichtig, auch gerade für die Fahrgäste, wenn die sehen, dass der Fahrer zwischenzeitlich mal nach vorne nickert oder was auch ein Anzeichen ist, wenn sie starr nach vorne gucken, ist auch ein Anzeichen von Sekundenschlaf, das definitiv mal den Fahrer anzusprechen, fragen, hey, ist alles in Ordnung? Und wenn man merkt, dass der Fahrer kaum mehr reagiert, dass man auch mal wirklich das Verkehrsunternehmen informiert. Also man muss definitiv den Fahrer ansprechen, dass er reagieren muss. Den angehenden Busfahrer würde ich natürlich empfehlen, geht viel schlafen und den Fahrgästen achtet immer auf eure Busfahrer, denn die haben viel Verantwortung und wenn ihr merkt, dass sie wirklich einnickern, sprecht sie an, sagt hier, lasst euch lieber ablösen, weil nur ein ausgeschlafener Busfahrer ist ein guter Busfahrer. Ja, es ist natürlich nicht ganz ohne, das muss man wirklich sagen. Wie kann man sich da am besten gegen schützen? Ja, das wurde ja alles schon ein bisschen erklärt und erzählt. Wie sind da eure Erfahrungen? Habt ihr auch schon Sekundenschlaf erlebt oder
geht ihr rechtzeitig ins Bett oder solche Geschichten. Ja, also de facto ist einfach so, wenn man merkt, dass man sich nicht in der Lage fühlt, ein großes Fahrzeug mit Menschen zu transportieren, dann sollte man tatsächlich wirklich im Unternehmen anrufen und sagen, du, pass auf, mir geht's heute wirklich nicht gut, ich bin richtig fertig. Dann ist das immer sicherer, als wenn man übermüdet hinterm Steuer sich setzt. Also tatsächlich rate ich davon ab, wenn es euch nicht gut geht oder ihr einfach extrem müde seid, dann lasst das und fahrt kein Bus als Fahrer oder als Fahrerin. Das empfehle ich tatsächlich. Wenn ein Fahrgast zum Beispiel auch merken sollte, dass es dem Fahrer gerade so ein bisschen müde wird, dann kann man auch mit dem Fahrer sprechen und reden, weil das lenkt natürlich auch Situationen ab. Ich kann auch gerne vorne kommen, mit dir ein bisschen quatschen. Und natürlich auch den Fahrer darauf ansprechen, so von wegen, hey, du bist hier gerade mal eine Sekunde eingenickt, du solltest wirklich mal überlegen, dich ablösen zu lassen. Weil nichts Schlimmeres passiert tatsächlich, weil das ist ein reiner Blindflug, den wir ja da tätigen. Wenn wir eine Sekunde schlafen, ich meine, jeder kennt das aus der Fahrschule, das sind mal ein paar hundert Meter, die wir theoretisch damit zurücklegen könnten. Und das ist natürlich ein No-Go. Ausgeschlafen zu sein tatsächlich, wenn man den Dienst als Busfahrer oder Busfahrerin antritt. Es gibt natürlich schlaue Systeme, die das natürlich erkennen. Zum Beispiel im LKW-Bereich gibt es ja solche Systeme. Die erkennen das ja schon mittlerweile, wenn dem Fahrer oder der Fahrerin mal die Augen kurz zufallen. Dann gibt es Warnsignale, Vibrationen im Sitz und alles so dergleichen. Also es gibt schon Systeme, nur sind diese leider tatsächlich noch nicht zur Serie, werden getestet. Und ja, also mit Bremsnotassistent und da gibt es ja eine ganze Menge. Also das wäre alles zu technisch, dass es da schon alles für Möglichkeiten gibt. Also man muss sich als Fahrer auch immer bewusst sein, Mensch, ich transportiere hier Personen, die sicher nach Hause möchten. Also bin ich auch ein Stück weit für deren Sicherheit mitverantwortlich. Und es nützt nichts, wenn man dann übermüdet dementsprechend ja, Bus fährt. Also in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann sage ich wieder tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Busfahrer. Alles klar, geht es los. Ja, ja, ist kein Problem, ich komme nach vorne, quatsch mit dir. Dann geht's dir besser. Oh Gott, ey, bevor du hier noch einen Unfall baust.